Hey ho Freunde des Gaming und willkommen zu einer kleinen zum kleinen R-Faktor Livestream, und zwar mit dem F1 2000 Mod. Müsste der 2000 Mod sein. Auf einer 2016er Strecke. Yay. So, würde ich mal sagen, wir sind in Australien, dann hau ich mir mal ein bisschen Sprit rein in die Karre. 10 Runden. Ui. Soft nehme ich erstmal. Keine Ahnung, mache ich denn? Nee, ich glaube 30 reicht. Lenkrad, ich muss höher. Ich pack das mal ein bisschen runter, weil ich Bremsdruck nicht ganz so weit oben haben möchte. Das hier auch nochmal auf 2,4 runter. Hui, das Ding geht weit runter. 4,5, Alter. So, dann würde ich mal sagen, lass ich mal, glaube ich, mal an. Ui. Alter! Oh. Kein Wunder, die ganzen bekloppten Einstellungen sind nicht da, so wie ich die haben will. Gas, Bremse. Hochschalten, runterschalten für Notfälle, neutral Gang da. KI-Steuerung kommt um was dahin, guckt um Brau in die Fahrerwechsel, brauche ich auch nicht. Startautomatik, Begrenzer, das brauche ich auch nicht. Rückwärtsgang bräuchte ich. TK, wo ist die TK? TK, TK. So, jetzt kann es losgehen. So, jetzt mal gucken, was wir für eine Runde fahren. Ich komme mit Australien nicht so wirklich klar, weil ich Australien... Toll, jetzt fliegen wir sogar noch ab. Ja, komm, fahr vorbei. Coast Hard, fahr vorbei. Nicht. Mann, wie ist der Wagen so instabil? Ja, bremst aus, Gegenlenken auch aus. Das kann auch aus. Muss aus, muss an, muss das an, das kann an. So, da wird auch mal wieder runterkommen. So, jetzt müsste es klappen. Ich schwöre, ich würde nicht vorne mitfahren, das garantiere ich euch. So, dann hier bremsen. Alter! Ich komme mit dem Lenkrad, ist noch nicht klar. Bei manchen Wagen komme ich gut klar mit 17. Bei den Wagen finde ich es nicht so gut. Alter, nein! So,
Marc Genet, ey. Hau ab. Na. Mann. Alter, genau da, wo ich vorbeiziehe, den Weg, komme ich nicht vorbei. Alter, typisch Minardi. War typisch Marc Genet. Alter. Zwei Sekunden hinter Ralf Schumacher, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Drei Sekunden, Alter. Das wird nichts. Ich glaube, ich muss auch mehr auf Abtrieb gehen. Und das war's. Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen mehr auf Abtrieb. Harte Reifen. Wenn ich jetzt auf 40 hochgehe, dann müsste das nicht klappen. Und ich den Lenkrad so wieder ein bisschen weiter runter mache, auf 15. Auf 16 gucke ich mal. 16 ist ein guter Kompromiss, das ist zwischen beiden. So. Das Herbert. So, jetzt muss es klappen. Jetzt haben wir eine bessere Beschleunigung. Dürfen auch definitiv besser bremsen. Ja. Das fühlt sich der Wagen jetzt, finde ich, ruhiger an. Einfach beim Rennen werden 30 Runden gefahren. Damit es realistisch ist, habe ich den Reifenverschleiß und den Benzinverschleiß auf mal 4 eingestellt. So dass du halt auch definitiv nachtanken musst. Ui. Oh, ich glaube eigentlich hätte ich mal 2 machen müssen. Ja, dann fahr doch. Oh, Junge. So. Junge, mach doch Platz. Alter. Wieso war der gerade gelb? Alter Mann. Genau, der versaut mir die gesamte Runde. Toll. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Super. Egal, noch eine Runde. Wir haben ja unbegrenzt Runden.
Was? Ich bin auf Position 23. Muss ich da noch was ändern? Dann muss ich da noch was ändern, auf jeden Fall. Nachdem ich eine Runde gefahren bin. Toll. Physikeller komme ich. Dann doch, am Physikeller muss ich vorbeikommen. Ups, sorry, Physikeller. Alter! Super. Okay, jetzt bin ich auch schon wieder eine Minute hinten. Eine Sekunde, Entschuldige. Entschuldigt. Zwei Sekunden schon, Alter. Nur wegen diesen ein, nur diesen eins, diesen zwei Fahrfehlern. Alter. Nein, 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 fuck. Doch, komm, 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 jetzt bitte auf Höchstgeschwindigkeit. Ja, Mann, bin ich eine gute Sekunde, also fast eine Sekunde schneller. Okay, hier bin ich da jetzt stark gebremst. Hier bin ich zu weit raus, weil ich gerade ein Lied gewechselt habe. Mann, ich krieg's nicht mehr hin. Wer ist denn doppelt? Ach, Jos Verstappen ist doppelt. So, würde ich mal sagen, springen mal direkt ins Qualifying rüber. Oh, wir haben 12 Runden Qualifying nur. Würde ich mal sagen, dann bin ich mal, glaube ich, der Erste, der eine Runde wagt. So, mal gucken. Gucken, ich hoffe, dass wir mal gut vorlegen können. Wenn nicht, sind wir am Arsch. Weil, ich glaube, ein BAR, British American Racing, so.
So, so, mal gucken, was wir für eine Runden Zeit hinkriegen. Ich hoffe, irgendwas sehr Gutes. Mann, Fahrfehler. Oh, zu weit raus. Geil, so. So, bremsen. Aber ich glaube, das könnte eine gute Rundenzeit werden. Das könnte eine gute Rundenzeit werden, habe ich das Gefühl. Alter, wenn das eine Pole Position ist, wenn das eine Pole Position ist, ey, dann. Alter, ich glaube, ich feier. Alter, das war gut genommen. Dafür, dass ich eigentlich überhaupt nicht, Leute. Ihr müsst euch vorstellen, die meisten sagen, ich fahre echt Scheiße teilweise im Rennen liegen. Aber das Creepige ist, ihr müsst euch vorstellen, ich fahre ohne Beine. Ich habe welche, ich sitze hier gerade einfach in Schneidersitz und fahre mit der A, Entschuldigung, mit der Y und mit der B-Taste. Die Y und A. Ja, 37er Zeit. Gucken, ob ich mich noch verbessern kann. Diesmal am besten ohne Fahrfehler. Ui. So, das war ein bisschen zu hart runtergebremst. Das Ding ist, man kann mit. Das hat einen Grund, weswegen ich weswegen ich fahre. Ich fahre mit einem mit einem Lenker, womit ich früher in der BRL gefahren bin. Das ist damals kaputt gegangen, so gesehen. Da ist mir der Gaspanel kaputt gegangen. Und ich konnte noch bremsen mit den Pedalen. Und das Gaspedal war die ganze Zeit schon, ja, ist das. Hat er die ganze Zeit Gas gegeben und dann, weil ich nicht mit Gasknopf und Dings fahren wollte und ich kein Geld habe für Neues, habe ich es mir antrainiert mit Knöpfen zu fahren, also ohne Pedale. Das ist schon mal praktisch, weil da kann ich mich komplett anders hinpositionieren. Also ich muss nicht die ganze Zeit irgendwie sitzen. Ich kann Schneidersitz sitzen, ich kann so sitzen, ich kann so sitzen. Oh, so weit raus. Oh, schade. Egal, das reicht. Wir haben einen Vorsprung von 2 Sekunden. Gut, dann mal gucken, wann die nächsten kommen. Ja, dann würde ich sagen, dass wir mal gucken, wo kommt der? Platz 5 ist Burti. Oh! Oh, wenn das so zu Ende geht, ey. Doppelführung, also Doppelpole. Also erste Startreihe BAR. Und ich muss einfach darauf achten, wo die Strecke ist. Gut, Burti kommt nah dran. Wo sind die Ferraris, die McLarens? Ich sehe nur einen Williams. Einen Sauber. Und, oh, hier hängt.
So. Okay, Bolt ist auch reingefahren. Eigentlich wollte ich keinen Boxenstopp. So, auf Heckkamera umschalten. Aber eine Pole. Eine Pole Position. Eine stabile Pole Position. So. Jetzt. Ich hätte den Rückwärtsgang anders legen sollen. So. Alter, 2 Sekunden. Verstappen ist noch nicht gefahren. Wieso ist er noch nicht gefahren? Der steht da einfach nur. Salo steht, Heidfeld steht, Keller, Frenzen auf Dings, Schumacher. Schumacher nur auf Platz 10? Häkkinen auf 11? Code hat 14? Ne, 15? Barrichello 16? Button? Im Williams? Was? Ich würde mal sagen. Ja, noch ein paar Runden. Was ich. Wie wir es machen. Würde ich mal sagen, einfach ist egal. So. Oh. Villeneuve startet von 5. So, dann gehen wir mal die Startaufstellung durch. Wir starten. Ups, da mache ich mal. Wir starten vom Platz 1. Barrichello 2, Button 3. Also so, wir starten vom Platz 1, Rums Barrichello 2, Jensen Button 3, Michael Schumacher 4, Jack Winner 5, Giancarlo Fisichella 6, David Coulthard 7, Alexander Woods auf 8, Pedro de la Rosa 9, Häkkinen, also Mika Häkkinen 10, Schumacher 3, Schumacher 11, Gaston Mazzacane 12, Burti 13, Gene 14, Heidfeld 15, Frenzen 16, Trulli 17, Salo 18, Herbert 19, Verstappen 20, Diniz 21, Alesi 22. Ich glaube, jetzt kommt erstmal die Einrollrunde. Barrichello. Barrichello.
So. So, eine Runde ist vorbei. Guck mal, die anderen kommen. So, und müssen wir mal kurz gucken, wie kann ich das am besten machen? So C. Wo ist denn das? Nein, ich wollte noch ein Stück vor. Oh, Fehlstart. Von uns. Beide Ferrari sind vorbei. Müssen zurückstecken. Innen vorbei. Jetzt gegen Barrichello. Okay. Eigentlich wäre es jetzt ein Aus gewesen für uns. Also ich glaube, wir fahren wirklich mal mit Schaden. So, also dann müssen wir an Barrichello rankommen. Da. Ups, aber ein bisschen zu eng. Oh oh, Alter. Hecklüge Damage. Oh Mann. Mann, wir kommen nicht an Barrichello vorbei. Obwohl wir defekten Heckflügel, leicht defekten Heckflügel haben. So. Kurven schön eng nehmen. Darf man ja. Und. So. Okay.
schön über. Okay, das war ein bisschen zu hart über den Abweiser. Müssen wir gucken, dass wir an Barrichello vorbeikommen. Müssen aber auch gucken, wie lange die Reifen noch halten. Wir fahren auf hart. Und der Sprit. So, wir sind nah am Barrichello dran und vorbeibremsen und da gab es eine Berührung. Barrichello dreht sich. Wir haben Probleme mit der hinteren Radaufhängung. Fürs Rennen, es wird aber, glaube ich, keine so krassen Probleme bereiten für uns. Mal gucken, ob wir in der Ein- oder Zwei-Stop-Strategie durchkommen. Wir haben 6 Runden Sprit noch. 6 Runden. Was? Müssen wir noch mehr? Oh, ich hätte den Sprit doch nicht so runterstellen dürfen wie die Reifen. So. Bremsen, so. So, wir sind immer noch auf 1. Ich habe das Gefühl, die Hinterreifen bauen gerade ziemlich stark ab. Boah. Der Wagen zieht auch so scheiße um die Kurve. So, hier haben die. Boah. Schumacher in der Box, Denis und Salo auch. Die kommen wieder auf die Strecke. Das ist eine Überrundung. Gucken, machen die Platz. Beide sauber. Sind beide sauber. Machen sie Platz? Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Scheinbar scheinen die. Na, oh, Defekt an der Nase. Oh. So, an Salo vorbei. Der linken Reifen. Irgendeiner scheint ausgeschieden zu sein.
Barrichello ist in der Box. Das Ding hat einen Rechtsdrei. So in vier Runden müssten wir an die Box. Ein Alter. Das ist ein Mika Häkkinen, Alter. So, ich hoffe, dass sie gleich. Okay, ich glaube, die haben nicht so viel Sprit wie wir mit. So, Häkkinen überrunden, der hat keine Heckflügel mehr. Gut, dann müssten wir jetzt auch gleich an die Box. Warte mal kurz, ich wechsle mal kurz ein Lied. Ui, bremsen. Da ist Jos Verstappen, der sich gedreht hat. Irgendwie scheinen die gerade Probleme zu haben mit den Reifen. Die KI, Alter, ist die blöd. Ich habe die eigentlich sehr, 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 sehr hoch eingestellt. So, Runde 6. Runde 6 fahren wir an die Box. So, einfach aus Reserve. So, danach tanken wir einmal voll. So, Boxenstopp-Menü an. Boxenstopp-Anfrage. 10 Runden. Hard. So. Alter, ich fahre mit einer Hand. So, dann lasse ich das so. Ja. So, Hinterrad ist leicht defekt. Oder hat Problem. Der wird platt. Der überrundende Fahrer entrundet sich gleich. Oh, wow, 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 wow. Ich hätte beides nur auf zwei stellen sollen, nicht auf vier. Alter. Alter, ich habe richtig fette Probleme mit dem Reifen. Ja, wir haben sau souveränen Vorsprung, weil die anderen ziemlich fette Probleme haben, aber wir scheinen. Okay, wir haben ziemlich stark defekt am Auto. Da ist Schumacher. Alter. Alter, ich lenk grad gar nicht und das Ding lenkt. So. Gut runterbremsen, schön rausbeschleunigen. Alter, ich hoffe, dass das Ding einfach. Villeneuve. Oh, was hat er? Er backt an der Wand. Salo, Fisichella. De La Rosa. Oh. Schön um die Kurve. So, jetzt runter. So, voll, mach schneller. Alter, muss ich schnell meine Knie. Alter, vor allen Dingen mein linkes Knie gerade. So, zumindest die Reifen scheinen wieder gut zu sein. Zumindest die Saison wird etwas länger als geplant. Das nächste Rennen wird sein in. Also wir fahren das einmal das komplette Trackpack von F1 2016. Also die komplette Saison von 2016 plus ein paar alte Strecken und ein paar nicht
überhaupt nicht mal Formel 1 Strecken. Also fahren sie eine bunte Mischung. Villeneuve ist wieder am Start. Mal gucken, wann wir ihn uns krallen können. Jetzt langsam runterbremsen. Unser Teamkollege Jack, ey. Teamkollegen. Alter, ich hole gerade Punkte für uns im Honda. Für uns BAR-Menschen. Aha, Leute, mit den Zigarettenwerbung nicht wundern, nicht dann wundern, wenn in Frankreich oder Großbritannien oder Amerika irgendwie ein Dings ist, dass die Rentenwerbung auf dem Auto ist. Weil, wie heißt das? Ich keine Lust habe, den ganzen Mod wieder umzumachen, also umzupacken, weil das Trackpack, also weil der nicht darauf reagiert, dass halt er die Texturen alle dann ändern soll. Deswegen. Das Reifschuhmacher. Mal gucken. So, zumindest an alle Leute nochmal, die den Livestream nicht mitbekommen haben, mit nicht von Aesop nicht gesehen haben. Wie heißt das? Es wird. Glaube ich, weiß nicht, ob es vom 20. bis zum 29. oder vom 23. bis zum 29. keine Videos geben und kein Livestream, da ich nicht anwesend bin. Genauso wie, das werde ich auch nochmal einen späteren Livestream ankündigen, am 10. bis zum 12., also das Wochenende, das 2. August Wochenende, und das war's. Nein. Oh fuck. Voll tanken, voll. Scheiße. Wir sind auf 2 jetzt. Wer ist auf 2? Halt fällt auf 1, Nene. Drei Sekunden Standzeit. Alter. Ja, komm, bitte, bitte, bitte zerhau dich. Alter. Jetzt zieht der Wagen richtig nach links. Alter, jetzt zieht der Wagen schon richtig nach links. Alter. Und der nächste Crash. Das kann doch nicht wahr sein. Alter, ich brauche Lenkhilfe. Ich kann so nicht mehr fahren. Changen. So, muss ich den Reifen noch mal erhöhen. Das Rennen ist für uns quasi gelaufen. Also gut, Crew ist bereit für den Boxenstopp.
Ich hoffe, dass Heidfeld noch ein paar Fehler macht. Okay, wir sind gerade erst in der 10. Runde. Und ich bin jetzt bei meinem dritten Stop. Da ohne Lenkhilfe kann ich das Ding gerade nicht steuern. Und das ist für Lenkhilfe, weil ich teilweise das Gefühl, dass es Probleme hat. So. Doch. Schuhmacher. So, jetzt einmal um die Kurve. Alter, ich krieg die Kurve nicht mehr. Ich krieg die Kurve nicht. Ich krieg die Kurve aber nicht. Ich krieg aber die fucking Kurve. Alter, nein, Schumacher. Nein. Nein. Doch mit der. Wie die KI einfach rücksichtslos reinfährt, ey. Boxengassenhilfe an. Na. Alter, ich hab das Ding gar nicht mehr unter Kontrolle. Geht gar nicht mehr. Komplett vorne, beide Radaufhängungen sind defekt. Die hinten links, Front- und Heckflügel sind wieder weg. Und ich hab auf 35 Sekunden habe ich. Auf Heidfeld sind's, auf Trulli sind's, Trulli hat uns auch schon überholt. Jetzt. Salo überholt uns. Verstappen über uns als nächstes. Frenzen wird uns doch überholen. Alter. Alter, ich hab den Wagen nicht mehr unter Kontrolle. Alter, ich hab den Wagen nicht mehr unter Kontrolle. Fuck. Alter, ich hab den Wagen nicht mehr unter Kontrolle. Ich krieg den Wagen einfach nicht mehr unter Kontrolle, Leute. Alter, das geht so nicht mehr. Ich hab wieder Front- und Heckflügel, aber ich komm nicht. Das geht nicht. Der Wagen ist quasi unfahrbar. Ich kann hoffen, dass da noch irgendwie was auf der Strecke passiert, dass ich dann irgendwie jetzt nur so fahren kann und dann hoffe, dass da irgendwie die Reifen halten und den Sprit und dass dann halt irgendwie was passiert. Bei Heidfeld muss ja auch noch was passieren irgendwie. Oh, die ganze Zeit in Führung gelegen, was passiert. Genau dann fliegt Physikeller ab und wir können ihm ausweichen, krachen rein. Und dann klatscht wieder und dann wieder einen Renault, wieder dann ein Benetton Renault, wieder fliegt einer ab und wir und erwischt uns wieder, dann knallt uns wieder ein Renault rein und dann noch ein Ferrari. So, dann muss ich immer bremsen. Ich muss einfach extrem vorsichtig fahren. Ich kann das Ding selbst nicht mehr lenken, Leute. Deswegen tut mir leid, dass ich gerade mit Lenkhilfe fahre. Ich kann das Rennen ja so nicht einfach abstellen, weil es wäre doof irgendwie. Das war zu weit. Oh nein, Platz 6 und 7 sind da hinten. Immerhin fährt die Lenkhilfe noch. Oh, Platz 6, das hat sich gedreht. Alter. Alter. Zum Glück ist kaputt, uns nichts kaputt gegangen noch. Sonst wären wir am Arsch gewesen.
So, 9 Runden haben wir noch. Alter, das war krass gerade eben. So, die anderen haben, okay, dann haben auch ein Problem. So, wenn ich Glück habe, haben die anderen noch ein paar Boxenstops vor sich und ein paar Fehler. Bitte die ganzen Fehler. Alter, ich hatte einen riesen Vorsprung und diesen einen Boxenstopp habe ich dann verloren. Danach nochmal. Ich hätte die Führung ja richtig verloren. Ah, ja, Mann. Heidfeld hat sich gedreht. Jetzt müssen wir gucken, so lange wie möglich draußen zu bleiben. So lange wie möglich. So lange, bis das Benzin fast alle ist. Ja, wir holen auf, wir holen ganz schön auf, Leute. Wir haben fast 50% der Renndistanz gefahren. Wenn nicht jetzt so irgendwie was passiert. So. Wir haben richtig gepatzt da hinten. Hier ist gelb. Und wir sind auf 4, weil Verstappen vorbei ist. Alter, und da ist Trulli. Oh, danke. Danke, Leute, ey. Damit konnte ich richtig ausnutzen gerade eben. Danke, Trulli. Danke fürs Aufhalten von Verstappen. Sind wir auf 2. Aber okay, sind wir weiter weg von Dings. Und. Alter, der Wagen von denen ist doch heile. Der sieht. Oh nein, der geht in Windschatten, der kriegt Windschatten, der kriegt Windschatten, der kriegt fetten Windschatten. Der zieht, der zieht, der zieht, der zieht, der zieht, der zieht, der zieht. Oder auch nicht. Alter. Alter, ich fahre gerade original, Leute, mit einem Finger. Ich hoffe, dass irgendwie Verstappen sich noch verschätzt. Irgendwie noch einen Unfall baut. Schade. Hinter uns ist Fisichella. Fisichella ist, glaube ich, Platz. Nee. Fisichella ist überrundet. Aber nein. Ein Arrow ist vorne. Ein Arrow ist verdammt nochmal vorne. Ui, wir sind auf Position 2. Müssen wir nur hoffen, dass da vorne irgendwas schief geht. So, sind wir auf. So, die Reifen gehen in die Knie, die linken Vorderreifen gehen richtig in die Knie.
Ich hoffe, es war dem vorne auch die Reifen in die Knie gehen. Wenn die Reifen bei dem vorne in die Knie gehen, ey. Oder bei denen generell. Bei Verstappen. Dann haben wir einen Vorteil, dann haben wir echt einen Vorteil, weil dann könnten wir gut angreifen. Wenn man den jetzt irgendwie noch ein Teil abfliegt, wenn er in die Box ist, dann könnten wir nämlich einen Undercut-Versuch machen. Weil dann könnten wir einen Undercut. Ja, ich habe keine Ahnung, ob der jetzt ein Teil irgendwie ab. Oder okay, er kann Undercut, ist eher ein O. Irgendwie ein Mini-Overcut oder so. Wenn er den Fehler macht. Und hat er einen? Nee, er hat noch keinen. Meine Reifen gehen nämlich gerade richtig in die Knie. Solange der keinen Fehler gemacht hat, können wir nicht in die Box. Ist das Ding. Und jetzt geht unser Hinterreifen noch kaputt. Denise macht einen Fehler. Fisichella macht einen Fehler. Wir machen einen Fehler. Verstappen ist draußen geblieben. Jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie hier vorbeikommen oder dass, Alter, das wäre es, wenn irgendwie ein Arrows die WM-Führung anführen würde. Das würde ich irgendwie jetzt feiern. Das würde ich irgendwie komisch finden, wenn jetzt ein BAR und ein. Also ein BAR direkt hinter Arrows die WM anführen würde. Weil die Ferraris, die haben sich ja echt nicht mit rum bekleckert. Ich glaube, das nächste Rennen ist Malaysia. So. Das geht gut weiter. Platz 3 ist ordentlich weit weg, aber unser Vorderreifen geht in die Knie. Spätestens jetzt müssen wir in die Box, da. Jetzt, wir haben noch 3 Runden. 3 Runden quasi, um in die Box zu fahren. Runde 18 Maximum. Da müssen wir in die Box. Weil wir dann neuen Sprit brauchen. Wir haben noch 60 Liter für 3 Runden. Und Button dreht sich. Ich habe das Gefühl, wir haben einen Powerverlust, aber wir fahren wieder. Alter, der wird langsamer. Verstappen wird langsamer. Der muss auch in die Box irgendwie. Oder er dreht sich. Oh, Bolti ist gecrashed. Ne, Herbert. Johnny Herbert ist gecrashed. Weiß nicht, ob es ein Fahrfehler war. Oder auch nicht. Oh, nein, nein, nein. Nein, Häkkinen. Oh. Alter, der probiert's. Wo probiert's, Alter? Wo ist Verstappen? Verstappen war an der Box. Verstappen war an der Box. Boxenstopp-Anfrage. Komm. Please. Bitte, Crew muss bereit sein für diese Runde. Weil Verstappen war diese Runde an der Box. Ja. Crew ist bereit, gut. Ich hoffe, dass die Dings hier automatisch dann dahin geht. Boxengassenhilfe ist auch an. Oh, Häkkinen ist von der Strecke geflogen. Dann Alter, unser Vorderreifen ist komplett platt. Es geht nichts mehr.
Alter, Alter, Alter. Alter, nein, wir. Das Trolley. So, komm, 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 rein, 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 rein. Oh, Villeneuve ist ausgeschieden schon. 15 Sekunden haben wir. Wir sind wieder auf 2. Nein, Verstappen ist wieder vorne. Oh, dieser. Das kann nicht sein. Nein. Wir haben sogar noch einen Fehler gemacht. Noch 18 Sekunden haben wir. Das ist fast ein kompletter Boxenstopp. Oder eine Boxendurchfahrt. Bremsen ist vorne. Jetzt wird sogar noch ein Jordan. Jetzt ist ein Arrows vorne in Jordan. Vorne. Alter, Bremsen. Alter. Okay, Bremsen verliert gegen Coulthard den Platz. Das garantiere ich. Coulthard hat eine Minute 3 Abstand auf uns. Alter. Coulthard wird gleich vom Verstappen überrundet. Bremsen. Ich hoffe, dass Verstappen Fahrfehler gemacht hat. So, egal. Ich vertraue eher auf den Blick auf die Reifen und auf den Sprit. Das Giancarlo. Giancarlo muss in die Box, das sehe ich gerade. Schumacher blockiert die Boxeneinfahrt. Okay, das könnte ein bisschen gefährlich werden. Es sind noch 11 Fahrzeuge im Rennen. Es sind noch 13 Runden zu fahren. Es werden 90%. Also es gibt eine 90% Regel. Okay, kein 90, sagen wir 75%. 75%. Wenn 75% des Rennens gefahren sind, kriegen die Punkte. Wenn nicht, kriegen sie keine Punkte. Nur doch ab 70% gefahren, kriegen sie halbe Punkte. Ab 75% kriegen die volle Punkte. Ab, also dann halt 30 Runden wären, keine Ahnung, so bla bla bla. Wir runden die Runden dann ab halt. In dem Fall die Runde. Und wird nämlich eine glatte Runde dann geben. Weil es wird dann keine halbe Runde sein. Keine 15,5 Runden oder so zum Beispiel. Trulli. Nein, nein.
So. Die haben den 66% des Rennens gefahren erst. So, jetzt waren noch 10. Also alle kriegen Punkte. Jetzt kam aber 36%. Das Button. Button ist aber ausgeschieden. Button war, glaube ich, die 11. Ne, Button ist die 8. Okay, nee, ich sage ab 50%, weil sonst bringt das nichts. Alter, der Reifen macht Probleme. Mal ein bisschen gucken, was macht der vorne. Der muss doch irgendwie mal abfliegen. Nein! Nein, und Verstappen kann noch fahren. Fuck. Fuck. Weil den einfach nicht, wie heißt das? Bitte, wieso? Der dreht sich einfach und genau bei uns, was passiert bei uns? Salo im Rückwärtsgang, ich bremse doch noch und knallen rein, mein Frontflügel verloren, ey. Aber nur 14 Sekunden, ich meine, bin ich schneller als sonst. 14, 15 Sekunden, 16 Sekunden, 17 Sekunden, 18 Sekunden, 19 Sekunden, 20 Sekunden, toll, der ganze Abstand ist wieder da.
So. Alter, nein, sag nicht Salo, nein. Mann, 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 Mann. So. Der macht keinen Platz, Alter. Ja. Salo, Salo. Oh, Salo, du Arschloch. Ja, Verstappen biegt in die Box ab und wir übernehmen im BAR wieder die Führung. Ja, Mann. Alter. Es wurde auch echt mal wieder Zeit. So, 9 Runden haben wir noch Maximum zu fahren, die wir noch fahren können. 9 Runden. Also wir könnten durchfahren jetzt. Also in 6 Runden sind die Reifen total tot. 3 hat sich gedreht. Platz 3, Platz 4. Fährt noch Platz 5, ist direkt unmittelbar hinter uns. Also Platz 5 ist keine Gefahr mehr. Wir haben jetzt immer freie Fahrt. So. Also wir haben einen Vorteil. Also es kann vor uns keiner abfliegen, keiner kann uns rammen. Und das heißt, Alter, es ist schon morgens. Ui. Weiß nicht. So, normalerweise würde ich jetzt eine Abstimmung machen. Sollte ich die Nacht durchmachen, um Party machen, einfach nur um euch einfach noch mehr Content zu liefern, oder soll ich einfach pennen? Weiß nicht, wenn ich bis morgen Abend durchhalte, dann würde es ja noch richtig gut klappen, aber. Und dann kriege ich morgen wenigstens weniger Content, also heute weniger Content hin. Wir haben es aktuell, wie ihr wisst, wie vielleicht welche hingucken, 4.27 Uhr. Platz 4, David Cosard. Auf der, Alter, auf der Strecke, ey. Und zwar an einer gefährlichen Stelle. Alter, wenn da in das Heck ausbricht, das wäre mies. So. 6 Runden sind noch zu fahren, unsere Reifen gehen ganz schön, Alter, die gehen ganz schön in die Knie. Aber die sehen noch gut, relativ gut aus. Nicht mehr grün, aber ich hätte eher damit gerechnet, dass sie noch, was sie früher einbrechen, die Reifen. So. Verstappen ist schon eine halbe Runde von uns weg. Ich sag selten die 66%, sage ich, um Punkte zu kriegen. Das sind 2/3, die gefahren werden müssen. Das Wurz auf der Strecke ausgeschieden. Damit sind nur noch 8 Fahrzeuge im Rennen. So, der Wagen scheint. Da ist ein. Da ist Frenzen. Gut, der Reifen scheint wirklich. Der baut sehr stark ab.
So, 5 Runden sind noch zu fahren. 7 Runden haben wir noch Sprit. Boah, hart anbremsen. Krass rausbeschleunigen. Die Reifentemperatur vor uns bei 118 Grad, 119, 120. Jetzt bremsen. Alter, so. Alter. Die Reifentemperatur geht auch immer höher. So. So. Alter, da steht Schumacher aber auch nicht gerade so effektiv. So, Alter, die Reifen drehen durch. Alter. Die Reifen sind ganz schön Schrott. Die sind alle schon im roten Bereich, aber wir müssten das noch hinkriegen. Es sind noch 4 Runden zur Fahrt. 5 Runden. Wir haben noch 5 Runden Sprit. Für 5 Runden Sprit haben wir nur noch. Alter. Okay, bremsen. Das kann nicht wahr sein. So. Bremsen. Also der Reifen vorne links ist weg. Der Reifen vorne links ist quasi weg. Der hält nicht mehr lang durch. So, okay, es hätte aber fast einen Unfall gegeben zwischen uns. Schumacher ist vor uns. Ich hoffe, dass er jetzt keinen so großen Fehler macht. So wie wir gerade eben. Gut, Schumacher fährt in die Box. So. So. So, der Reifen ist wirklich weg vorne. Nein. Nein, Verstappen, nein. Nein, nein, Boxenstopp, so. Runter, Sprit rausnehmen, Softreifen, 4 Runden.
Scheiße. Nein, ich sagte. Hier abgehen. Nein, 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 nein. Fuck. Die werden nicht mehr Dritter. Weil ich jetzt an die Box. Jetzt direkt ausgerechnet an die Box musste. Überrundet, oh nein. Verstappen kriegen wir nicht mehr. Den kriegen wir einfach nicht mehr. Außer der baut so irgendwie noch einen Unfall, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass er noch einen Unfall baut. Das wäre nämlich wirklich richtig geil. Wenn Verstappen irgendwie noch einen Unfall bauen würde. So. So. Alter, das war knapp, das war knapp, aber sie. Ja, Verstappen ist gecrashed. Verstappen hat einen Fahrfehler gemacht. Ja, das heißt, wir haben sehr gute Chancen. Nein, er fährt wieder, aber er fährt, fährt an die Box. Er fährt an die Box und wir haben den Abstand von sage und schreibe 16 Sekunden. Das wird ein knappes Ding zwischen uns. Mal gucken, wer sich den Sieg holt. Ist es Arrows oder ist es BAR? Aber er ist wieder gecrashed. Er hat wieder einen Fahrfehler gemacht. Verstappen ist jetzt auf der Station. Er ist in der Box. Gut. Ja. So, vorletzte, nee, ist glaube ich Last Lap. Ich hätte den Reifen einfach früher wechseln sollen, deswegen sind wir so abgekackt, aber mit den Softreifen sind wir definitiv besser dabei. Weil die Temperatur im Reifen geht auch ziemlich hoch, 125 Grad. Oh oh. Oh oh. Das Physikeller. Entweder drehst du dich oder du machst Platz. Nein, der macht ausgerechnet keinen Platz. Nein, ne? Oh, wir haben es geschafft, Alter. Ja. Yes. BAR. Wir gewinnen im BAR den großen Preis von Australien. Vor Jos Verstappen in Arrows und Kanum BNM. Heinz-Harald Frenzen im Jordan. Jo, wahrscheinlich.
Der Quoten-Anoveraner hier. So. 18 Liter haben wir noch. 18 Liter und danach heißt es irgendwie den Wagen erstmal versuchen noch an die Box zu kriegen. Alter, wenn wir das hier noch reinkriegen, dann ist perfekt getimed. 16 Liter, wir haben noch eine halbe Runde vor uns und Bam. Fuck. Na toll. Wir haben Rad verloren. Alter, nein. Nein. Wir müssen hier mal entschleunigen, so. So, Heckkamera einschalten. Wo ist die Heckkamera wieder? Die fucking Heckkamera hier. Nein. So. Gut. Es sind nur 7 Fahrzeuge ins Ziel gekommen. Davon 2 in derselben Runde. Fest. Nee. David Coulthard ist noch Dritter geworden vor Verstappen. Damit haben wir jetzt die ersten 10. Die ersten 10 der WM. Einmal wir auf 1, Verstappen 2, Coulthard 3, Frenzen 4, Trulli 5, Michael Schumacher 6, Fisichella 7, Salo 8, Wurz 9 und Jensen Button 10. Dann machen wir davon erstmal einen Screenshot. Oder ich notiere das erstmal und trage das dann gleich in die Dings ein. Dann, und dann wird der WM-Start unten dann stehen. Also da wird dann unten dann da stehen, damit ihr nachlesen könnt. Ups. Beim Blog. So, dann würde ich auch erstmal sagen, danke fürs Zuschauen, Leute, und ciao. Bis zum nächsten Rennen in keine Ahnung wo.